Promi-Geflüster mit einer, ja, jetzt kann man doch schon fast sagen, vorweihnachtlichen Ausgabe. Und Weihnachten, das ist für meinen heutigen Interviewgast eine ganz besondere Jahreszeit. Ich glaube, da freut er sich schon, wie man so schön sagt, wie Bolle drauf. Und ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen in der Leitung. Er ist, glaube ich, gerade in Suhl bei einer Fernsehaufzeichnung wieder, wie er mir gerade verraten hat. Ross Anthony, hallihallo. Hallo, und ja, du hast auf jeden Fall recht, mein Lieber. Ich freue mich wie Boller auf die Weihnachtszeit. Aber das, glaube ich, wissen Millionen von Menschen inzwischen. Ne? Also ich bin jemand, der wirklich, ich fange mit die Dekoration schon am Ende Oktober an. Alle 12 Bäume dieses Jahr. Ich habe ein neues Baum dazu gekauft, stehen schon überall verteilt bei uns zu Hause. Und es sieht wirklich wunderschön aus. Ja, wunderbar. Also so richtig typisch amerikanisch kann man da sagen, also wie man so von den amerikanischen Szenen her so kennt. Nein, es ist sehr typisch Englisch. Es ist Englisch dann, okay. Also hat England auch so seine Vorlieben oder seine speziellen Sachen dann, oder? Ja, definitiv. Also wir haben, also viele von uns haben künstliche Bäume. Das würde natürlich nicht gehen, wenn man das Anfang November aufstellen würde. Aber das ist, alle Bäume bei mir sind unterschiedlich geschmückt. Es gibt auch einen amerikanischen Baum bei mir und ich liebe es. Es gibt nichts Schöneres, wenn man nach Hause kommt. Es ist kalt draußen, es ist dunkel, der Kamin brennt und ich habe einen Glühwein in der Hand und ich kann alles angucken, was ich in die letzten paar Wochen hingebaut habe. Ja, wunderbar. Gibt's da dann auch, oder woher kommt die Liebe zu Weihnachten? Ist es aus der Kindheit? Dann hast du da schöne Zeiten erlebt? Oder was war das Besondere bei dir in der Kindheit an Weihnachten? An was erinnerst du dich? Eine wunderschöne Kindheit gehabt. Ich war sehr viel mit meiner Oma unterwegs und ich glaube, das ist ein Grund, warum ich Weihnachten so liebe. Sie hat das so besonders gemacht und sie ist auch immer zu uns über Weihnachten gekommen. Wir haben immer zusammen gefeiert, auch mit meinen Eltern und Schwester und so, und es war wirklich toll und wir haben wirklich die Weihnachtszeit genossen zusammen. Es ging über mehrere Tage, es fing wirklich am Heiligen Abend an und hat wirklich dann am 1. Januar aufgehört. Wir haben jeden Tag was geplant, wir haben jeden Tag was anderes gekocht, gebacken. Meine Oma konnte richtig gut backen und sie hat mir auch sehr viel beigebracht. Ne? Und wir haben, wie ich nochmal sage, wir haben die Zeit wirklich genossen zusammen. Jetzt natürlich aus der Kindheit, ich erinnere mich da auch an schöne Begebenheiten. Man hat die Modelleisenbahn aufgebaut und da immer wieder erweitert. Und so weiter. Und das ist irgendwo jetzt, glaube ich, alles ein bisschen verloren gegangen, oder? Die Zeit früher, wo es vielleicht doch noch ein bisschen weniger gab und zu jetzt? Also ich finde, ich versuche immer noch mal anzuschließen, was damals war. Ne? Wir als Familie, wir versuchen die normalen Sachen zu machen, was wir früher gemacht haben. Ob das um den Klavier rumzustehen und Weihnachtssongs zu singen oder halt in die Küche zu stehen und zusammen zu backen oder ein Essen vorzubereiten. Das ist uns super wichtig. Wir gehen immer lange Spaziergänge mit Aura, unserem Hund. Und und wir schauen jedes Jahr wie immer unterschiedliche Weihnachtsfilme an. Dann gehört das bestimmt dazu. Dann gehört bestimmt dazu Sissi, Winnetou und die ganzen Sachen. Sissi auf jeden Fall, Winnetou nicht, weil ich bin leider als Kind bin ich nicht in Deutschland aufgewachsen. Aber Sissi finde ich ein ganz tolles Film und das schaue ich mir immer an. Okay. Und Dinner for One natürlich ist auch darf man auch nicht fehlen. Das ist auch ein super. Aber Sache. Das kommt ja erst Silvester dann. Das ist noch ein bisschen eine Woche später dann. Ne? Genau. Also ja, aber jetzt natürlich Vorweihnachtszeit. Da tut sich bei Ross jetzt gerade noch so einiges. Zum einen ist jetzt eine Show geplant im Europapark. 2. bis 4. oder 5. glaube ich geht's. 4. Dezember und das jeweils dreimal. Da tut sich was und natürlich wird auch gebacken. Da gibt es auch ein ganz tolles neues Backbuch. Da reden wir nachher auch gleich noch ganz kurz. Aber zunächst mal Europapark. Du weißt ja, dass du da schon auch schon recht früh dort warst, gell? Ich habe hier noch was, ein schönes Bild. Wow, sehe ich jung aus. Das war Brosis. Also mit Giovanni, klar, da begegnet euch ja regelmäßig mittlerweile. Was machen eigentlich die anderen?
Also Shaham hat eine sehr erfolgreiche Kaffeefirma in Hamburg. Hiele arbeitet für Lufthansa und Weiss ist nach wie vor DJ und er tretet sehr viel auf und er hat eine wahnsinnig tolle Stimme. Okay. Und natürlich jetzt hier Europa-Park, da kommt das nächste Bild eingeblendet. Das Also dürfte. wir waren sehr oft in Europa-Park, ne? Also ich glaube, das ist mein 100. Mal, dass ich in Europa-Park war. Und deswegen, wir sind auch mit den Mack-Familie befreundet und die haben uns dieses Jahr gefragt, ob Paul und ich das vorstellen könnte, im Park aufzutreten, in den englischen Bereich, in den Globe-Theater dort. Und es ist ein Crazy Christmas, das bedeutet, wir treten 9-mal auf und wir haben ein kleines süßes Weihnachtskonzept überlegt, wo wir über unsere Kindheit in unser jetziger Leben hinaus erzählen, ne? Mit Songs und mit Geschichten und es wird schön, es wird wirklich weihnachtlich schön. Und crazy, wie es so schön heißt, auch ein bisschen lustig und verrückt. Auf jeden Fall, also es wird eine seriöse Sache. Aber es ist für die ganze Familie, Kinder wie die Erwachsenen kommen auf ihre Kosten, denke ich mal, ne? Und Ich muss sagen, es ist wirklich in dem Sinn begrenzt, weil wir hatten so ein Paket angeboten, ne, wo die Leute Übernachtung, Frühstück, Park, Eintritt frei und auch Plätze sichern könnte bei uns. Und wir sind fast ausverkauft, ne? So die Okay. Leute können, es gibt natürlich noch Sitzplätze für Leute, die einfach so kommen. Aber wenn ihr wirklich einen sicheren Platz haben möchtet, dann müsst ihr diesen Paket buchen. Okay, also da dann am besten über den Europapark sich dann anmelden. Genau. Alles auf der Seite, ne, vom Ja, Europa. europapark.de, da findet man es ganz genau. Nee, also unbedingt hinkommen, 2. bis 4. Dezember, also das zweite Adventswochenende sozusagen, ne? Genau. Ganz genau. Und natürlich wird ja in der Adventszeit auch kräftig gebacken. Also ich weiß, du hast letztes Jahr, glaube ich, schon ein Buch draußen gehabt und jetzt gibt es wieder ein ganz neues. Das haben wir Genau, da. letztes Jahr kam Backen mit Ross und die waren halt so also Rezepte von meiner Oma damals. Und dann hatte ich so viele Weihnachtsrezepte übrig von meiner Oma, dass ich wirklich dann gedacht habe, okay, warum nicht bringe ich ein zweites Buch, ein Weihnachtsbacken mit Ross-Buch raus, wo wir wieder tolle englische Rezepte haben. Es gibt dieses Mal auch Cocktails dazu und es gibt ein Playlist innen drin, was man einscannen muss. Und dann kommt, während er in die Küche backt, dann kommt ganz tolle Weihnachtsmusik. Also meine Auswahl natürlich, weil ich habe für die entschieden. Aber wirklich schön. Die sind nicht nur Songs von mir, die sind wirklich von Okay, querbeet. was ist denn, wenn du es gerade schon ansprichst, was ist denn dein absoluter Favorit am Weihnachtslied? Mein Favorit ist Last Christmas, natürlich. Ich finde das wirklich ein ganz, ganz toller Song. Oder All I Want for Christmas is You von Mariah Carey, muss man auch nicht vergessen. Es gibt so viele. Ta O Tannenbaum ist schön, die ganz klassische Version. Deswegen, das ist sehr bunt gemischt. Und das Schönste ist, während einer backt, kann man das anhören und kann auch einen Cocktail dazu trinken. Okay, sehr schön. Ja, also da tut sich doch einiges. Jetzt auf die Rezepte nochmal. Ich meine, 50 sind es ja, klar, sind es natürlich alles irgendwo Favoriten. Aber was würdest du herausheben? Welches sind besonders lecker, wo du dich vielleicht auch nochmal zurückerinnerst wiederum? Also, was besonders lecker sind, ist die Tannenbaum-Cupcakes oder Cakesicles, wie die heißen. Die schmecken besonders gut. Oh, es gibt ein englischer Stollen, es gibt englischer Fudge-Cake, es gibt alles Mögliche. Wirklich, es sind tatsächlich viele Rezepte, die nur aus England kommen. Es kann schon sein, dass ihr in eine andere Variante irgendwie ausprobiert haben im Leben, aber ich kriege sehr viel Feedback jetzt schon von meinen Fans, die und Menschen, die gerne backen, wo die sagen halt, es ist wirklich tatsächlich neue Rezepte, die wir nicht kennen. Und das ist das Schönste dran. So wirklich, die Leute probieren wirklich was ganz Schönes aus. Wunderbar. Wird es für dich dann jetzt in der Vorweihnachtszeit dann auch ein bisschen ruhiger? Kannst du die Vorweihnachtszeit dann ein bisschen genießen oder sind so viele Termine, dass du gar nicht wirklich zur Ruhe kommst? Also ich arbeite tatsächlich bis 19. Dezember durch. Wenn ich hier fertig bin in Suhl, dann geht es weiter für mich auf Signiertour wieder. Ich bin in Jena, ich bin in Leipzig. Dann habe ich natürlich, bin ich bei der Carmen Nebel Show mit meinem Mann Paul und Ute Freudenberg. Wir singen Do They Know It's Christmas zusammen und ich habe noch einen Song. Dann, ja, ich bin bei Riverboat, wenn nicht Riverboat, ich bin bei Frühstücksfernsehen und
unterschiedliche noch Fernsehtermine habe ich, ja, um das Buch ein bisschen ins Licht zu bringen, zu promoten. Und ich freue mich. Und dann gehe ich wieder ins Studio die letzten 2 Tage, bevor ich ins Weihnachtsurlaub gehe. Und da nehme ich natürlich die letzten Nummern für mein neues Album, was nächstes Jahr rauskommt, 100% Ross. 100% Ross. Und wenn es die neue CD gibt, dann denke ich mal, sehen wir uns auf alle Fälle wieder live. Denn es ist noch was ganz Spezielles geplant. Da bin ich medial auch ein bisschen dabei und unterstütze das Reiseevent Mallorca, kann ich nur sagen. Die Schlagersterne. Ja, da freue ich mich total drauf. Ich bin selten, also ich trete selten in Mallorca auf, so das natürlich ist für mich was ganz Besonderes. Wir sind 14 Künstler, die selten auf Mallorca zu sehen sind und das ist schön. Wir sind in dieser, ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen, Coliseo Balear, ne? Dass sie, genau. Wir treten auf in so ein Römer Kolosseum sozusagen und es ist mega. Ich freue mich tierisch drauf. Ja, es wird 2 besondere Tage und ich kann es kaum warten. Ne? Ja, so wie ich jetzt das Programm schon ein bisschen gesehen habe, glaube du bist am 10. schon mit auf der Bühne in diesem schönen, wie gesagt, Kolosseum Balear. Da waren wir übrigens, Wetten, das schon mal. Genau, also es ist ich kann mich noch an das erinnern, als die da waren. Es ist wirklich wunderschön vor Ort. Und ich freue mich, dass wir wirklich unter den Sternen alle zusammen wirklich dann feiern können. Genau. Hoffentlich passt alles, hoffentlich geht alles gut. Jetzt auch mit der ganzen... Immer positiv denken. Es wird gut gehen. Es wird gut. Also Leute müssen unbedingt dabei sein, da um dich zu erleben, ist doch ganz klar. Dein neues Programm, deine neue CD. Aber ich glaube, so viele tolle Künstler unter einen Hut zu bekommen und dann auch in ein tolles Land, wo die Sonne scheint und man kann beim Sternenlicht sozusagen oder Mondlicht tanzen. Ne? Es könnte nicht besser sein. Richtig, richtig. Also wie gesagt, ich war schon im September mal kurz dabei auf einer kleinen Pressereise und ich kann es nur bestätigen. Also es wird mit Sicherheit ein toller Abend. Ja. Fantastisch. Ja, dann haben wir eigentlich soweit doch schon fürs erste Mal wieder einiges zusammengekriegt, was sich beim Ross tut. Eins darf ich jetzt noch verraten, das haben wir jetzt vorhin bloß im Vorgespräch gehabt. Was passiert denn in Suhl? Was passiert im Suhl? Also ich bin die komplette Woche hier. Wir haben Schlager des Jahres aufgezeichnet und es kommt heute die 100.000 Lichter. Und dann am Wochenende kommt eine neue Weihnachtsshow mit Florian Silbereisen. Und da singen wir die traditionelle Weihnachtslieder alle zusammen. Wirklich süß und schön gemacht. Ja, toll. Na, grüß auf alle Fälle mal die lieben Kollegen. Und ich würde mich freuen, wenn, wie gesagt, wenn wir uns dann auch recht bald mal wieder persönlich treffen. Und dann kann ich dir jetzt nur eine schöne Vorweihnachtszeit und natürlich auch eine schöne Weihnachtszeit dann wünschen. Komm gut ins neue Jahr und dann machen wir auf Mallorca die Party dann. Auf jeden Fall, ich freue mich total drauf. Und an alle Leute, die gerade zugucken und so, hab eine wunderschöne Weihnacht.